In dieser Nacht, die eine sehr besondere werden würde, leuchtete der Mond hell am Himmel und überstrahlte mit seinem Licht selbst die Sterne. Für den Maikäfer Sumsemann waren das ideale Flugbedingungen. Mit Hilfe der Mondsichel konnte er sicher navigieren. Und dank des trockenen Wetters musste er sich keine Gedanken um Regentropfen machen, denen er sonst hätte ausweichen müssen. Er war allein unterwegs, denn seine Frau war vor nicht allzu langer Zeit bedauerlicherweise von einem Huhn gegessen worden. Wäre sie neben ihm geflogen, so hätte sie ihn, umsichtig wie sie war, vermutlich vor dem strahlenden Licht gewarnt, das aus Richtung des Erdbodens kam und das den Sumsemann nun völlig aus der Bahn warf. Was ist das? Es ist nicht der Mond. Oder doch? Es sieht viel heller aus als der Mond. Und nachts ist ja eigentlich nichts heller als der Mond. Also ist es wahrscheinlich der Mond. Andererseits kann ich mich nicht daran erinnern, dass der Mond viereckig wäre. Ach, Entscheidungen, Entscheidungen. Nach oben oder nach unten fliegen? Am besten, ich zähle es an meinen Beinen ab. Also, runter, rauf. Runter, rauf, runter. Na also. Und so sauste der Sumsemann hinab, direkt auf den viereckigen Mond zu, der eigentlich gar keiner war, sondern das Fenster eines Kinderzimmers. Er hatte großes Glück, dass das Sommerwetter so warm war, dass das Fenster in der Nacht offen stand. Ansonsten wäre er gegen die Glasscheibe gerumst. So aber schoss er durch den Fensterrahmen hindurch und landete unsanft zwischen dem Spielzeug der beiden Kinder, in deren Zuhause er nun geraten war. Oh, aua! Das gibt ein paar blaue Flecken, ach je. Tja, das war offenbar nicht der Mond und prompt verflogen. Eieiei. Gut, dass meine Frau die peinliche Nummer nicht mehr mit ansehen musste. Sieh mal, Anne, ein Maikäfer. Wo? Da vorne auf dem Boden. Ach du je. Na gut, Sumsemann, für den Ernstfall hast du ja oft genug trainiert. Ich stelle mich einfach tot, dann verlieren sie hoffentlich das Interesse an mir. Schau mal, Peter, er stellt sich tot. Verdammt! Schnell weiter! Guck mal, wie schnell der rennen kann! Da vorne! Das Haus! Wenn die Haustür nicht abgeschlossen ist, bin ich gerettet! Er rennt ins Puppenhaus! Oh. Puh, na also, durch diese Tür werden sie kaum kommen. Dafür sind sie einfach zu groß. Guck mal, Anne! Er hat sich auf das Sofa gelegt! Was? Wieso könnt ihr mich sehen? Ah! Oh. Die Wand! Wieso fehlt da eine Wand? Schnell durch die Tür da! Herr Maikäfer, das ist ein Puppenhaus. Hier fehlt ein Zimmer und eine Wand. Ach du je, Sie haben mich. Oh, diese riesigen Finger. Kusch, kusch. Wenn Sie mich damit greifen, dann... Ist ja gut. Ist ja gut. Wir tun Ihnen nichts. Ich muss Sie irgendwie besänftigen, bevor Sie mich auffressen. Oh ja, ich spiele Ihnen was vor. Bleibt mir so lange vom Leib. Sieh mal, er hat eine kleine silberne Geige. Nun spürt die Gewalt beruhigender Musik. Oh, das ist wunderschön. Haben alle Maikäfer Geigen? Möglich, man weiß ja so wenig. Oh, das ging wohl daneben. Oh, ich habe sie erzürnt. Jetzt ist alles aus. Wir haben ihnen doch schon gesagt, wir tun ihnen nichts. Wirklich? Obwohl ich mich verspielt habe? Ich schwöre, ich kann nichts dafür. Nein, natürlich nicht. Ich bekomme Klavierunterricht und ich verspiele mich ständig, weil es viel zu viele Tasten für meine paar Finger sind. Ich hab's dir doch schon einmal gesagt. Lass einfach die schwarzen weg. Tja, ein ganz ähnliches Problem habe ich auch. Das hier ist eine spezielle silberne Maikäfergeige, nicht wahr? Sie wird seit vielen Generationen in meiner Familie, das ist die Familie Sumsemann, vererbt. Und eigentlich braucht man die richtige Anzahl an Armen, um sie sauber zu spielen. Aber Sie haben doch genug, Herr Sumsemann. Ah ja? Dann zählt doch mal nach. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5. Und da hört es dann auf.
Es müssten aber 6 Beine sein. Oh je, wie ist das denn passiert? Ach, halb so wild. Das ist nun mal Familiengeschichte, versteht ihr? Nein. Es fing damit an, dass ein Urahn von mir im Wald unterwegs war und Maikäfergeige spielte. Eben auf dieser hier. Was war das denn? Was ist denn das für ein riesiger Kerl? Und warum vergreift er sich an meiner Birke? Entschuldigung. Entschuldigung. Wer spricht da? Das wäre dann wohl ich. Guten Abend. Ein Maikäfer? Ein winziger Maikäfer stört mich? Wer hier wen stört, wäre noch zu eruieren, mit Verlaub. Dürfte ich fragen, was Sie hier tun? Na was schon. Ich hacke Holz. Das sehe ich, aber das geht doch nicht. Das ist doch hier mein Wald. Also rein rechtlich nicht, aber ich wohne hier. Interessiert mich nicht. Und jetzt schwirr ab, wenn du nicht willst, dass meine Axt dich trifft. Ich protestiere aufs Schärfste gegen diese... Au, 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 au. Das hat wehgetan. Mal fühlen, ob hier irgendwas gebrochen ist. Nein, es ist kein Bruch zu fühlen. Moment. Ich fühle überhaupt nichts. Mein Bein, er hat nicht nur den Baum erwischt, er hat mir eins von meinen Beinen abgeschlagen. Och. Mein Urahn wurde vor Schreck ohnmächtig und landete auf dem Rücken. Und als er wieder wach wurde, dachte er zuerst, es wäre schon Tag geworden. Was leuchtet denn so? Der Holzdieb ist bestraft. Wer bist du? Ich bin die Fee der Nacht. Ich habe den Holzdieb vom Mond aus gesehen und zur Strafe habe ich ihn mit dem Holz, was er umgeschlagen hat, auf die Spitze des Mondbergs verbannt. Auf den Mondberg? Der Mond ist doch meistens eine Sichel. Und das obere Ende ist der Mondberg. Sehr schwer zugänglich, habe ich mir sagen lassen. Dort oben muss er bis in alle Ewigkeit bleiben und Bäume fällen. Wir haben sowieso dringend einen neuen Mann im Mond gebraucht. Und wo ist mein Bein? Mein 6. Bein muss hier noch irgendwo rumliegen. Oh, das tut mir sehr leid. Aber ich fürchte, es ist an der Birke hängen geblieben und nun mit auf dem Mond gelandet. Ach du je. Oh. Moment, wenn Ihr Vorfahre sein Bein verloren hat, warum haben Sie dann auch nur 5? Es vererbt sich. Aha. Die Nachtfee hätte meinem Vorfahren das Bein natürlich zurückgegeben. Aber auf den Mondberg konnte sie leider auch nicht ohne weiteres. Sehr schwer zugänglich, wie gesagt. Zumindest für Naturgeister und Maikäfer. Wenn du aber einen Menschen findest, der dir hilft, kannst du mit ihm zusammen dein Bein zurückholen. Das sollte sich doch machen lassen. Menschen gibt es ja schließlich eine ganze Menge. Aber denke daran, die Naturgeister lassen nicht jeden in den Nachthimmel reisen. Es muss ein Mensch sein, der noch nie auch nur einer Fliege etwas zuleide getan hat. Und das hat sich dann als schwieriger als gedacht herausgestellt. Meine Familie sucht schon seit Generationen nach einem Menschen, der uns mit diesem Bein auf dem Mondberg weiterhelfen könnte. Leider ohne Erfolg. Wir können Ihnen doch helfen. Ja! Wirklich? Ja, aber das geht nur, wenn ihr, nicht wahr, nicht mal einer Fliege etwas antun würdet. Wir haben Ihnen doch auch nichts getan. Nicht mal eine Sekunde haben wir daran gedacht. Tja, das ist wahr. Meine Güte, dann habe ich tatsächlich endlich Menschen gefunden, die mir helfen können. Großartig. Wann sollen wir denn aufbrechen? Am besten sofort. Der Mond ist ja schon ein ganzes Stück weit weg. Moment, wie kommen wir denn da oben hoch? Wir können doch nicht fliegen. Hohoho, das kann man ganz schnell lernen. Wirklich? Wie denn? Man müsste hinfallen und dabei den Boden verfehlen. Viel einfacher. Es gibt einen Trick. Passt auf. Ihr stellt euch so hin wie ich jetzt. So? Achtet ganz genau darauf, wo ich meine Arme habe, sonst funktioniert es nicht. Und jetzt hüpft ihr. Und zwar genau in die Richtungen, die ich euch sage. Und am Ende ruft ihr: Los! Bereit? Ja. Also,
Es geht nach vorne, vorne, hinten, hinten, links, rechts, mit der linken Hand schnipsen, mit der rechten Hand schnipsen und... Los! Ah, ich fliege! Na, seht ihr? Oh, Vorsicht! Lasst die Arme ausgestreckt, sonst verliert ihr an Höhe. Ich glaube, ich drehe erst mal ein paar Runden um die Lampe. Übung kann natürlich nicht schaden, aber dafür ist auf dem Weg noch Zeit genug. Ich packe noch ein paar Äpfel ein, falls wir unterwegs hungrig werden. Selbst jetzt, wo wir fliegen können, ist es ja bis zum Mond noch eine ganz schöne Strecke. Haben wir alles? Dann los, ab durchs Fenster und von dort auf zum Mond! Und so flogen Peter und Anne zusammen mit Herrn Sumsemann hinauf in die Wolken und weit darüber hinweg. Noch viel weiter oben, sehr viel weiter oben, lief ein kleiner Mann hektisch über eine leuchtende Sternenwiese. Er trug einen Schlafrock, der mit 5 zackigen Sternen bestickt war, eine Zipfelmütze und riesige Pantoffeln. Sirius, Aldebaran, was hab ich euch gesagt? Ihr sollt nicht tuscheln. Na los, ab auf eure Plätze. Sonst wundert sich noch irgendwer auf der Erde, warum ihr auf einmal so nah beisammen seid. Proxima Centauri, kannst du bitte den Stall aufmachen und die Mondschaffe herauslassen? Wie, warum immer du? Weil dich die Menschen noch nicht entdeckt haben. Da fällt es nichts auf, wenn du mal eine Weile nicht auf Position bist. Und achte darauf, dass sie nur das Sternschnuppengemüse essen, ja? Sie sollen nicht am Kometenkohl knabbern und an den Himmelsschotten. Moment, was ist das für ein Geräusch? Achtung, Kinder, wir gehen runter. Wo sind wir hier? Das ist die erste Etappe unserer Reise, die Sternenwiese. Und wer ist der kleine Kerl im Bademantel da vorne? Der Sandmann. Er verwaltet die Wiese und schaut, dass am Himmel alles seine Richtigkeit hat. Sehr wichtige Persönlichkeit hier oben. Ein Maikäfer? Was willst du denn hier? Maikäfer gehören auf dicke Kastanien, im Garten, aber nicht auf die Sternenwiese. Verschwinde, na los! Sonst schieße ich auf dich mit Sternenraketen. Sie haben doch gar keine Raketen dabei. Ich könnte durchaus welche holen. Herr Sandmann, haben Sie vielleicht einfach nur Hunger? Was? Wie meinen? Hier, nehmen Sie doch mal einen Apfel. Oh, die sehen wirklich... Also gut, einen kann ich ja wohl. Ihr habt ja keine Ahnung, wie selten man bei all dem Stress, den man hier hat, zum Essen kommt. Nur alle 200 Jahre mal, mit Glück. Also, Hemdenmütze, was wollt ihr hier? Ist das lecker? Ihr sollt doch eigentlich schlafen. Wir sind wegen dem Bein von Herrn Sumsemann hier. Aha. Das ist nämlich so. Ihr müsst mir nichts erzählen, ich bin im Bilde. Die Nachtfee hat die Geschichte mal bei einem Kaffeeklatsch zum Besten gegeben. Ist aber auch schon wieder 1000 Jahre her. Ihr wollt das Bein vom Mond holen, richtig? Genau. So, so. Was macht er? Ich habe vorhin gemerkt, wie sehr mir so ein Apfel beim Denken hilft. Könnte ich eventuell noch einen... Ja, natürlich, bitte sehr. Zunächst müssen wir nun mal klären, ob der Herr Sumsemann wirklich 2 einwandfreie Kinder gefunden hat. Na also hören Sie mal. Ist nicht persönlich gemeint und nur in eurem Interesse. Wenn ihr keine artigen Kinder seid, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Und alles ist umsonst. Also ich bin durch und durch anständig. Und ich auch. Ich würde mich durchaus für die beiden verbürgen. Ich kenne sie schließlich schon fast eine halbe Stunde. Keine Sorge. Das können wir ganz offiziell klären.
Hier, kommt mal mit zu meinem Teleskop. So, dann wollen wir mal. Was machen Sie da? Wenn ein Mensch geboren wird, dann wird ihm hier oben ein Stern zugewiesen. Und wenn dieses Kind sich dann daneben benimmt, nun ja, dann bekommt der Stern ein paar unschöne Flecken. Und dann? Na, was schon. Dann kann ich den wieder sauber machen. Da sind eure beiden Sterne ja schon direkt beieinander. Und? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, nichts, nicht mal ein winziger Fleck. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich bekomme mein Bein wieder. Ich bekomme wirklich mein Bein wieder. Sieh mal, Peter, wie er tanzt. Vorsicht! Sie werfen ja sonst noch was um. Ich verstehe ja, dass Sie sich freuen. Aber ich verbiete mir dieses maikäferhafte Benehmen hier oben. Und außerdem ist das kein Freudentanz. Das ist einfach nur ein ganz dummes Rumgebrumsel. Was wissen Sie schon von Maikäfertänzen? Noch einen Apfel, Herr Sandmann? Oh ja, bitte, bitte. Wunderbar, wunderbar. Bitte. Entschuldigt, wenn ich Hunger habe, vergesse ich schon mal meine Manieren. Tja. Das ist ja ein nicht ganz ungefährliches Vorhaben, das ihr da umsetzen wollt. Was machen wir denn da? Aha, ich hab's. Kommt mal mit. Wohin denn? Hierhin, an den Rand der Sternenwiese. Vorsicht, bitte nicht runterfallen. Was machen wir denn hier? Schlafsand verteilen natürlich. Ich nehme den Sack mit diesem Sand und fülle ihn in dieses Blasrohr. So. Und jetzt. Oh, er glitzert ganz silbern. Der Sand verteilt sich am Himmel und rieselt runter. Unten legt er sich dann den Kindern auf die Augenlider, damit sie schwer werden und zufallen. Und wie hilft uns das mit meinem Bein weiter? Präzise das nun überhaupt nicht. Aber wir müssen ohnehin noch einen Moment warten. Und ich muss ja quasi ständig Schlafsand verteilen. Aber doch nur, wenn es Nacht wird, oder? Tja, die Zeiten sind leider vorbei. Mein Amt war einfacher, als die Erde noch flach war. Da war dann tatsächlich überall gleichzeitig Nacht. Aber nein, irgendwann sind die Menschen auf die Idee gekommen, die Welt zu einer Kugel zu machen. Und seitdem darf ich rund um die Uhr arbeiten. Irgendwo wird es ja schließlich immer gerade Nacht. Was meint ihr denn, warum ich nicht zum Essen komme? Und worauf warten wir dann? Darauf! Das ist ja ein Schlitten! Schneeweiß! Und gezogen von 8 riesigen Nachtfaltern. Das ist der Schlitten der Nachtfee. Sie hat heute alle Naturgeister zum Kaffeeklatsch in ihrem Schloss eingeladen. Wir fahren zusammen hin und reden mit ihr. Sie wird sicher wissen, was zu tun ist. Schließlich hat sie ja auch damals den Holzdieb auf den Mondberg verbannt. Na los, steigt ein! Und der Schlafsand? Jetzt wird es erst mal ein paar Stunden lang Nacht über dem Atlantik. Da stört es niemanden, wenn ich eine Weile nicht an meinem Arbeitsplatz bin. Alle an Bord? Ja! Ihr habt's gehört, Nachtfalter. Es kann losgehen. Der Sandmann nahm die Zügel in die Hand, die Nachtfalter ließen die Glasglöckchen läuten, die an ihren Fühlern hingen, öffneten ihre Flügel und schon fuhr der Schlitten lautlos an. Schon bald bogen sie auf eine große Allee ein. Unter den Kufen des Schlittens flog weißer Schaum in alle Richtungen und links und rechts neben ihnen erhoben sich gläserne Bäume, deren Äste mit großen weißen Blüten bedeckt waren.
Was ist das denn für eine Straße, auf der wir fahren, Herr Sandmann? Natürlich die Milchstraße. Eine andere haben wir hier oben ja auch nicht. Und die Bäume hier am Straßenrand? Milchbäume. Interessant. Auf der Erde trinken die meisten Menschen Milch, die aus einer Kuh gespritzt kommt. Wir benutzen dafür das Harz der Milchbäume. Die Bäcker der Nachtfee machen daraus ganz hervorragenden Weltraumkuchen. Klingt gut. Köstliche Sache. Man fühlt sich beim Essen, als würde man auf Wolken fliegen. Milchharz, Weltraumkuchen. Gibt es hier nicht wenigstens irgendwas Grünes? Haben Sie hier oben keine Kühe? Doch, doch. Aber eher zu dekorativen Zwecken. Wir haben Himmelskühe, Mondkälber, Wolkenkamele und Sternenziegen. Mit den Ziegen muss man allerdings aufpassen. Die sind ziemlich groß und fressen schon mal einen ganzen Planeten, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Schau mal, Peter, der See dort drüben. Gute Güte, ist der groß. Das muss er auch. Das ist der Tausee. Jeden Morgen schütten wir ein paar Eimer davon auf die Erde, damit sich an den Blättern die Tautropfen bilden. Irgendetwas glitzert da drin. Die Irrlichtfische. Manchmal schütten wir versehentlich ein paar davon auf die Erde. Bis wir sie dann wieder eingesammelt haben, schwirren sie dann dort unten herum und bringen mit ihren Leuchten Menschen durcheinander. Naja, sowas kommt in den besten Unternehmen vor. Achtung, da vorne! Das Leuchten? Halb so wild. Wir fahren nur durch eine Sternschnuppenwolke. Ist sowas Ähnliches wie Schnee auf der Erde. Versucht ruhig mal ein paar Flocken mit der Zunge zu fangen. Die leuchten im Bauch weiter. Herr Sumsemann, machen Sie doch mit. Jede Art von Schneegestöber ist definitiv nichts für Maikäfer. Ich mache jetzt einfach die Augen zu und warte, bis es vorbei ist. So. Der Schlitten schoss durch die Sternschnuppenwolke hindurch und plötzlich sahen sie es. Zumindest Anne, Peter und der Sandmann, denn Herr Sumsemann hatte noch immer die Augen fest geschlossen. Vor ihnen tauchte das Schloss der Nachtfee auf himmelhohen, silbergrauen Wolken aus der Dunkelheit auf. Sie hielten am Fuß einer Treppe aus weißem Glas, die breit zwischen den Wolken hinaufführte, zum Tor des Schlosses. Gemeinsam machten sich die vier an den Aufstieg. Weit oben im Schloss hatten sich die Naturgeister bereits zusammengefunden. Die Nachtfee war noch in der Küche und kochte Kaffee. Und so vertrieben sie sich die Zeit, indem sie über die Arbeit sprachen. Gerade waren sie dabei, das Wetter für die nächsten Tage zu planen. Und darum schlage ich für morgen ein heftiges Unwetter vor. Hört, hört! Mit allen Schikanen, vermute ich. Selbstverständlich, Kollege Wassermann. Wenn Sie und der Kollege Regenfritz denn so gütig wären, mich zu unterstützen. Ihnen ist aber doch klar, Kollege Donnermann, dass Sie so ein Unwetter im großen Stil nur mit den Stimmen der Eisgeschwister durchsetzen können. Ja, Herr Kollege Hagelhans, Sie kennen meine Hochachtung für Ihre Fraktion, aber weder für Sie noch für Ihre Geschwister Eismax und Frau Holle ist es gerade die korrekte Jahreszeit. Das ist im Klartext. Unsere Stimmen nehmen Sie gerne, aber wir sollen dann nicht partizipieren, sehe ich das richtig? Bevor dem Kollegen Eismax das Monokel rausfällt, möchte ich an unser bilaterales Abkommen vom vergangenen September erinnern. Kein strahlender Sonnenschein im Januar, dafür aber auch kein Schneegestöber im Hochsommer. Mit einer Ausnahme, Kollegin Sonne. Der Kollege Hagelhans muss mich nicht an den Wortlaut eines Abkommens erinnern, das ich höchstpersönlich ratifiziert habe. Die Ausnahmeregelung für Schnee im Hochsommer greift aber nur im Falle einer Klimakatastrophe. Und die ist hier nicht gegeben. Punkt. Zur Debatte steht ein simples, solides Sommergewitter. Nicht mehr.
Mit allen Schikanen. Ich möchte die Anwesenden nichtsdestotrotz darauf aufmerksam machen, wer neben dem Wassermann und dem Regenfritz hier die Nutznießerin ist. Ein Gewitter bedeutet Arbeit für die Blitzhexe, die, wie wir alle wissen, rein zufällig mit dem Donnermann verheiratet ist. Zufall war das nicht. Wir haben die Hochzeit ja lange geplant. Und morgen ist auch noch Donnerstag. Auch Zufall, Kollege Donnermann? Oder möchten Sie sich einfach profilieren? So, der Kaffee ist fertig. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange warten lassen. Nein, allerbestens. Wer möchte denn? Ich bitte. Oh ja. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber reicht denn eine einzige Kanne Kaffee für uns alle? Doch, natürlich. In der Kanne ist ein winziges schwarzes Loch. Deswegen passt mehr rein, als es von außen den Anschein hat. Und durch die dadurch entstehende Raumzeitkrümmung bleibt der Kaffee außerdem ein bisschen länger heiß. Sehr praktisch. Sturmriese, ein oder zwei Stück Zucker? Ein sehr großes Stück, bitte. Ich habe hier noch einen kleinen Asteroiden aus Saccharose. Oh ja, danke schön. Warum Nachtfee? Was ist denn jetzt? Hoppala! Warum Nachtfee? Ich muss mich beschweren! Ach, der Milchstraßenmann. Hallo! Wie sieht der denn aus? Die Mütze schief, die Stiefel dreckig. Er hat sich nicht einmal den Schnurrbart gekämmt. Uniformiert sieht anders. Na, und der Bär, den er da an der Leine hat, der hat hier drin ja eigentlich auch nichts verloren. Ihre Gäste, Frau Nachtfee, die sind mir derart über die Milchstraße gerast, dass sie das Pflaster beschädigt haben. Ein völlig, also unerhörtes Benehmen. Was? Das gibt's doch wohl nicht. Der Sturmriese hat mir drei Milchbäume umgeworfen. Und die Wolkenfrau hat im Vorbeifahren zig Wegweiser verwischt. Wenn nun ein Komet vorbeikommt, weiß der nicht wohin und landet sonst wo. Das stimmt nicht. Das waren höchstens zwei Milchbäume. Sturmriese. Ein Milchbaum. Ich meine also keine, natürlich. Und der Regenfritz hat mir auf der ganzen Strecke von ihm zu Hause bis hierher mal wieder die ganze Milch verwässert mit seiner Tropferei. Der Bär, der hat mich gebissen. Ich war auf der Flucht, jawohl. Hier, ich habe jetzt ein riesiges Loch in der Hose. Vielleicht trocknen Sie ja endlich mal, wenn Sie jetzt so gut durchlüftet werden, Herr Kollege. Sie, Herr Donnermann, sollten sich besser zurückhalten. Mit Ihrem Krach haben Sie draußen die Sternenziegen scheu gemacht. Und sowas passiert nicht aus Versehen. Das, Herr Donnermann, war Absicht. Und Ihre Frau, die Blitzhexe, ist auch nicht viel besser. Die ganze Straße riecht immer noch nach Schwefel. Donnermann, Blitzhexe, schon wieder? Und es geht immer so weiter. Der Hagelhans hat die Felder verwüstet. Der Wassermann die Straßengräben volllaufen lassen. Wegen Frau Holle gab es überall Verwehungen. Und der Eismax hat sehr laut mit seinen Sporen geklirrt. Na, das ließ sich aber auch kaum vermeiden, ja? Ich bekomme vor lauter Ärger noch das Lütütü. Wollen Sie einen Kaffee? Was? Kaffee, Sie wissen schon. Oh, ja, bitte. Und ihr? Schämt ihr euch denn gar nicht? Wer bringt denn das jetzt alles wieder in Ordnung? Der Milchstraßenmann. Wir natürlich. Na gut, dann können wir ja endlich anfangen. Tja, eigentlich fehlt der Sandmann noch. Richtig. Wo ist der denn? Komisch, der ist doch sonst so pünktlich. Guten Abend, alle miteinander. Bitte die Verspätung zu entschuldigen. Ich glaube, der Sandmann hat einen Mondstich. Er hat zwei Kinder mitgebracht. Was sollen die denn hier? Und oben auf der Schulter hat er einen Maikäfer sitzen. Ruhe! Ruhe, bitte!
Sandmann, was hat das zu bedeuten? Warum bringst du zwei Kinder mit zum Fest der Naturgeister? Und einen Maikäfer. Oh je. Sumsemann, geh doch von meiner Schulter runter. Ich möchte mich vor der Nachtfee verbeugen. Muss man das? Müssen muss man gar nichts. Ist aber nett, wenn man es macht. Ach so. Werte Frau Nachtfee, wir alle kennen ja die Geschichte vom Holzdieb, den Sie vor ein paar Generationen auf den Mondberg verbannt haben. Ja, natürlich. Ist das wirklich schon wieder so lange her? Bedauerlicherweise ist damals nicht nur der Holzdieb auf dem Mond gelandet, sondern auch ein unbeteiligtes Maikäferbein. Jetzt sag nicht, der Maikäfer, den du mitgebracht hast, will das Bein zurückholen. Nein, Frau Nachtfee, dafür hat er doch uns. Er hat tatsächlich zwei Kinder aufgetrieben, die keiner Fliege was zuleide tun können? Ist das wahr, Sandmann? Tja, allerdings. Alles überprüft. Donnerwetter, hat der Kleine ein Glück. Kolossal. Das ist sehr mutig von euch, Kinder. Jawohl, ausspreche Bewunderung. Fürchtet ihr euch denn gar nicht? Ach was, wir fliegen zum Mondberg hoch, holen das Bein und kommen zurück. Anfangs hatte ich ein bisschen Angst vor dem Fliegen, aber das ist ganz einfach. Man muss nur die Arme so halten und dann... Anne, die Naturgeister wissen selbstverständlich, wie man fliegt. Ach so, natürlich. Und hier oben wird das sowieso nicht funktionieren. Ist ja der Weltraum. Ganz andere Gegebenheiten als auf der Erde. Ja, sonst könnte man ja auch einfach zum Mondberg hochfliegen. Das würde natürlich vieles vereinfachen. Moment, wir können gar nicht zum Mondberg fliegen? Warum sagt uns das denn niemand? Herr Sumsemann, an sowas hätten Sie aber denken können. Tja, das werden wir dann wohl anders lösen müssen. Und dann ist da natürlich noch der Mondmann. Oh ja, der Mondmann. Der Holzdieb, den Sie damals auf den Mondberg verbannt haben, der ist immer noch da? Naja, wie hätte er denn runterkommen sollen? Darum geht es ja bei einer Verbannung, dass man nicht mehr wegkommt. Logisch. Und wahrscheinlich wird er nicht die beste Laune haben, nach all den vielen Jahren auf dem Mondberg. Aber er wird uns nichts tun, oder? Oh, doch, doch. Selbstverständlich wird er das. Na ja, gut. Man muss ihm ja nicht unbedingt begegnen, nicht wahr? Haben Sie das gewusst, Herr Sumsemann? Dass der Mondmann auf dem Mondberg lebt? Also ich hatte das eigentlich als selbstverständlich vorausgesetzt. Wo soll so ein Mondmann denn sonst sein? Tja, und das dritte Problem wäre die Sache mit dem Sonnenaufgang. Ich möchte doch darum bitten, nicht als Problem verstanden zu werden. Sonne, du bist ja auch nicht das Problem, sondern dass du nachher wieder aufgehst. Ja, aber trotzdem. Für die Kinder bist du ein Problem. Also ich mag die Sonne ja. Oh, danke schön. Jeder mag die Sonne. Das halte ich jetzt für eine Übertreibung. Ach, die meisten mögen die Sonne, außer dem Eismax. Danke für die Erinnerung. Aber ihr alle wisst, was passiert, wenn sie aufgeht, während die Kinder noch hier oben sind. Ja, das stimmt. Was denn? Och, nicht so wichtig. Wollen wir dann los? Hat man es euch etwa nicht gesagt? Herr Sumsemann, haben Sie irgendwas Wichtiges vergessen? Ach, wichtig. Na ja, was ist schon wichtig? Die Sache ist die. Ihr seid hier am Nachthimmel. Und der Nachthimmel sieht jede Nacht anders aus. Die Sterne wandern. Stimmt. Die Sternbilder sind im Winter ganz andere als im Sommer. Von der Erde aus gesehen fällt das von einer Nacht auf die andere gar nicht so sehr auf, weil alles so weit weg ist. Aber hier oben tut sich so viel, dass ihr die Gegend in der nächsten Nacht nicht mehr wiedererkennen würdet. Und das ist schlimm? Kommt drauf an, ob es euch hier gefällt. Wenn morgen Nacht die Sterne anders stehen, dann findet ihr den Weg nach Hause nicht mehr. Und das heißt so viel wie nie mehr. Ihr müsstet für immer hier bleiben. Was? Oh, oh, oh. Herr Sumsemann, haben Sie das gewusst? Ich habe es also gewissermaßen vergessen zu erwähnen. Sie haben uns reingelegt. Und wenn die Sonne ausnahmsweise mal nicht aufgeht, kann man da was machen? Fester Dienstplan, bedaure. Sie sind uns eine Erklärung schuldig, Herr Sumsemann. Das finde ich aber auch. Versteht doch. Ich war so froh, dass ich euch getroffen habe. So viele Jahre hat meine Familie nach Kindern gesucht, die uns Sumsemänner mit dem verlorenen Bein helfen könnten. Aber sie hätten uns doch trotzdem die ganze Wahrheit sagen müssen. Und wenn ihr dann Nein gesagt hättet? Tja,
dann hätte Ihre Familie eben noch ein paar Jahre weitersuchen müssen. Darum geht es ja gerade. Ich bin der Letzte. Es wird keine weiteren Sumse-Männer geben. Meine Frau ist vor einiger Zeit von einem Huhn gegessen worden. Das ist ja schrecklich. Nein, nein. Das ist Natur. So was passiert halt. Aber jetzt noch einmal eine andere finden, das bringe ich nicht über mich. Ich werde leider keine Kinder haben. Wenn ich das Bein nicht wiederbekomme, bekommt es niemand. Und ich brauche es doch, um schöne Musik zu machen. Musik? Er hat eine kleine silberne Maikäfergeige. Ich wünsche mir nicht so sehr, wie einmal richtig auf dieser Geige spielen zu können. Und ihr wärt doch nie mitgekommen, wenn ich euch erzählt hätte, wie riskant das alles wird. Peter, was meinst du? Wollen wir? Klar, wir helfen Ihnen, Herr Sumsemann. Wirklich? Aber ihr müsst euch beeilen. Die Nacht ist ja schon halb rum. Als erstes müssen wir wissen, wie wir auf den Mondberg kommen. Fliegen geht nicht. So viel ist klar. Ihr könntet die alte Mondkanone benutzen. Mondkanone? Tja, das stimmt. Dürfte ein bisschen eingerostet sein, aber sollte für dieses eine Mal noch funktionieren. Wofür braucht man denn hier oben eine Kanone? Na, wozu wohl? Zum Verreisen natürlich. Wir sind hier oben immer per Kanone gereist. Fantastisch. Oh, sehr luxuriös. Oh, ja. Alles vom Feinsten, ja. Bis ein paar Sterne sich einen Spaß daraus gemacht haben, sich so lange selbst gegen den Mond zu schießen, bis er voller Krater war. Mensch, haben die Ärger gekriegt. Ach, der Mond. So schön glatt war der vorher. Danach war die Kanone so überstrapaziert, dass wir sie bis auf Weiteres stillgelegt haben. Ja, und seitdem reisen wir per Schlitten. Habt ihr ja selbst erlebt. Da nichts wie los. So einfach ist das leider nicht. Die Mondkanone ist sehr weit von hier und die Schlitten sind nicht schnell genug, um sie vor Tagesanbruch zu erreichen. Aber was machen wir denn dann? Wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Und wo ein Weg ist, da gibt es auch ein Wie. Also, wie bekommen wir die Kinder so schnell wie möglich zur Mondkanone? Alle mal bitte nachdenken. Der große Bär. Natürlich! Ihr könnt auf dem großen Bären reiten. Der wäre schnell genug. Auf diesem riesigen Ding? Ist das wirklich eine gute Idee? Oh, nein, nein, nein. Auf dem doch nicht. Oh, sehr beruhigend. Das hier ist der kleine Bär. Der große Bär ist um diese Zeit noch in seiner Halle. Halle? Die Kinder nahmen den ohnmächtigen Sumsemann auf den Arm und zusammen mit dem Sandmann, der Nachtfee und der ganzen Kaffeegesellschaft traten sie aus dem Schloss heraus und gingen zu einem riesigen Gebäude im Garten. Dann öffne mal das Tor, Milchstraßenmann. Wie Sie wünschen, Frau Nachtfee. Aber ich muss Sie warnen. Der Bär war heute schon den ganzen Tag sehr böse und hat beim Füttern versucht, mich zu beißen. Er hat sogar grün leuchtende Augen, damit man sieht, wie böse er gerade ist. Naja, Sie hören es ja selbst. Man wird ihn schon irgendwie zähmen können. Sonne, leuchtest du mal bitte in den Stall? Aber gern doch. Er ist ja so groß wie ein Wolkenkratzer. Und seht euch mal die Zähne an. Er sieht aus wie ein Eisbär, nur viel größer und wilder. Wie gesagt, ganz grüne, im Dunkeln leuchtende Augen. Ein sehr schlechtes Zeichen. Der muss erst besänftigt werden. So kann man ja unmöglich auf ihm reiten. Vielleicht hat er einfach nur Hunger. Meinst du? Ich habe noch ein paar Äpfel, damit können wir ihn füttern. Das hat bei Ihnen ja auch geklappt, oder nicht? Das stimmt natürlich. Gib mal her. Wenn er das nächste Mal brüllt, werfe ich ihm einen in den Rachen. So, jetzt. Seht mal, seine Augen flackern. Das linke ist schon nicht mehr grün. Jetzt hat er zwei verschiedenfarbige Augen. Ist das besser? Tja, der Bär weiß offenbar noch nicht, ob er böse oder gut sein soll. Ich gebe ihm noch einen zweiten Apfel.
Hey, Bär! Hier, fang! Jetzt sind beide Augen nicht mehr grün. Er guckt auch schon viel friedlicher. Ob er auch Kunststücke machen kann? Wir können es ja mal ausprobieren. Sitz! Alle aus der Bahn! Vorsicht! Ich fürchte, morgen muss ich auf dem ganzen Platz neue Platten verlegen lassen. So, und hier ist eine Leiter. Na dann, alles aufsteigen. Sandmann, würdest du die Kinder bis zur Mondkanone begleiten? Ich wollte gerade fragen, ob ich wohl dürfte, Frau Nachtfee. Und wir wollen auch mit. Donnermann, Wassermann, Sturmriese? Wirklich? Der Mut der Kinder hat uns beeindruckt. Sowas muss man unterstützen. Bis zur Kanone machen wir die Eskorte. Und dieses Sommergewitter, na, das holen wir halt nach. Na, dann kommt hoch. Wir sitzen schon alle auf dem Bärenrücken. Bis bald, Frau Nachtfee und die anderen. Wir kommen bald wieder. Lebt wohl. Bis bald. Also dann, Tschüssikowski. Macht es gut, Kinder. Und viel Erfolg. Dafür werden wir schon sorgen. Und los. Bevor die Kinder noch zum Abschied winken konnten, schoss der Bär los. Helle Funken stoben ihm aus dem Rachen und glühten hinter ihm als eine schimmernde Lichtbahn durch den pechdunkeln Weltraum. Der Sumsemann wurde durch den Fahrtwind langsam wieder wach. Fast wäre er heruntergeweht worden, aber er hielt sich an der Zipfelmütze des Sandmanns fest, die wie eine kleine Fahne im Sturm flog. Der Sandmann und die anderen klammerten sich tief vornübergebeugt in das Fell des Bären. Herr Sandmann? Ja, Anne. Der Mondmann ist also ziemlich gefährlich? Am besten, ihr kommt nicht in seine Nähe. Und dann sind die einzigen, die auf den Mond steigen dürfen, um Herrn Sumsemanns Bein wiederzuholen, ausgerechnet Kinder, die keiner Fliege was zuleide tun können? Stimmt ja. Wie sollen die denn eine Begegnung mit dem Mondmann überstehen? Wer hat sich das denn ausgedacht? Niemand hat behauptet, dass das Universum perfekt ist. Wäre es nicht viel besser gewesen, jemanden da hochzuschicken, der sich mit Mondmännern auskennt? Der Jupiter zum Beispiel, der hat 8 Monde. Da muss es doch jemanden mit Mondmann-Erfahrung geben. Das ist ja wie wenn Mama eine Arbeit sucht und an der Stellenanzeige in der Zeitung steht dann, Mondabenteurer gesucht, dürfen keine Vorkenntnisse haben. Bewerberinnen und Bewerber ohne passende Talente werden bevorzugt behandelt. Für so eine Firma würde ich ja nicht arbeiten wollen. Jetzt ist es nun mal so und wir müssen damit leben. Wenn wir es denn überleben. Herr Sumsemann, also bitte. Wir machen eben jetzt das Beste daraus. Was ist denn das da vorne? Ein fliegender Kopf. So groß wie ein Haus, aber ohne Körper. Er sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart, der hinter ihm herfliegt. Der muss ja hunderte von Meilen lang sein. Ein Komet. Hoffen wir, dass er uns nicht bemerkt. Wir reiten auf einem weiß leuchtenden Bären, der so groß ist wie eine Kathedrale. Aber vielleicht hat der Komet schlechte Augen. Ist ja nicht mehr der Jüngste. Mondmänner, Monsterbären und ein mordgieriger Methusalem. Wo bin ich da nur reingeraten? Er dreht ab! Festhalten! Er kommt auf uns zu! Noch fester? Seine Haare brennen ganz grün und seine Augen sind gelb, als hätte er einen ganzen Stern verschluckt. Wer weiß? Na los, Jungs, um den Kerl kümmern wir uns. Wird gemacht. Wenn er auf uns zukommt, springen wir ihm in den Nacken. Naja, oder wie man das halt nennt bei einem Kopf ohne Körper. Also, alle zusammen, auf 3, 2, 1. Oh! Ja! Na also! Wasserwind und ein bisschen Krach. Und schon ist er ganz handzahm. Diese Chaoten reiten wirklich zu dritt auf einem einzigen Kometen? Kometen sind starrköpfige alte Krakehler, müsst ihr wissen. Wenn man denen nur bestimmt genug gegenübertritt, ziehen sie den Bart ein. Wir fliegen diesen Ausreißer wieder nach Hause. Alles klar. Den Rest der Strecke schaffen wir auch so. Ist ja nicht mehr weit. Wir sehen uns dann nachher beim Kaffee. Bis später. Aufpassen, Kinder. Der Bär setzt zum Sprung auf den Mond an. Festhalten. Wie oft denn noch? Ah!
aufhören zu schreien, Herr Summesemann. Wir sind wieder gelandet. Oh, erfreulich, erfreulich. Alles absteigen. Da vorne ist die Kanone. Ihr könnt ruhig springen. Die Anziehungskraft ist hier oben viel geringer als auf der Erde. Das ist also der Mond. Wie ruhig es hier ist. So, wir sind am Ziel. Dann lauf mal nach Hause, großer Bär. Vielen Dank für den Transport. Ganz schön kalt hier. Seht mal nach oben. Das ganze Tal hier liegt im Schatten des Mondbergs. Sieht ganz schön düster aus. Da sollen wir hoch? Mit der Mondkanone kein Problem. Ja, dann wollen wir euch mal in den Lauf laden lassen. Was machen wir denn, wenn wir dem Mondmann begegnen? Höflich sein. Und das hilft? Keine Ahnung. Ich kenne mich auch nicht mit Mondmännern aus. Aber ich finde, dass man alle Leute höflich behandeln sollte. Selbst die Unangenehmen. Wie sieht der Mondmann eigentlich aus? Tja, das weiß niemand so genau. Es war ja seit über 1000 Jahren niemand mehr da oben. Aber die Nachtfee hat ihn doch gesehen. Und ihr Vorfahrer auch, Herr Summesemann. Zu lange her. Meine Familie hat sich in der Überlieferung immer eher auf das verschollene Bein konzentriert. Alles andere fanden wir zu gruselig. Als die Nachtfee ihn verbannt hat, war er ein ganz normaler Mensch. Aber wer weiß schon, was 1000 Jahre Weltraumstrahlung und Einsamkeit aus einem Menschen machen? Auf jeden Fall ist er ein Holzfäller. Kann also sein, dass er immer noch seine Axt dabei hat. Also passt ein wenig auf. Sonst liegt da oben hinterher mehr als nur ein Bein herum. Nanu, was ist denn mit dem Herrn Summesemann los? Der liegt auf dem Rücken und streckt alle 5 Beine von sich. Ist der etwa? Nein, nein, er stellt sich nur tot, weil er wieder Angst hat. Herr Summesemann, es geht um Ihr Bein. Seien Sie doch nicht so ein Jammerpips. Es ist ein Reflex, wie ein Schluckauf. Da kann man nichts machen. Bei einem Schluckauf könnte ich Sie erschrecken, das hilft. Aber das würde hier wohl nichts bringen, was? Vermutlich nicht. Nein. Ein bisschen kann ich ihn ja verstehen. Hier sieht es so unheimlich aus, dass man sich eigentlich fürchten könnte. Wenn man sich mal die Zeit dafür nehmen würde. Wenn man aber keine Zeit hat, dann fürchtet man sich eben nicht. Alte Geschichte. Und ihr habt keine Zeit. Es ist nicht mehr lange bis zum Sonnenaufgang. Wenn ihr das Maikäferbein bis dahin nicht habt, war alles vergebens. Ab in das Kanonenrohr mit euch. Wir werden dann so weiter, Sandmann. Tja, dann macht es mal gut. Nicht? Viel Erfolg. Und besucht mich mal wieder, wenn ihr in der Gegend seid. Ja? Machen wir. Und vielen Dank für alles. Danke und bis bald. Vielen Dank. Achtung, Augen zumachen. Ah! Oh. Alles in Ordnung, Anne? Herr Summesemann? Ja, alles gut. Huh, das hat Spaß gemacht. Die Kanone hat Boom gemacht und dann sind wir geflogen. Und dann die Landung. Bumm. Herr Summesemann. Ich durfte der erste Maikäfer sein, der jemals kanoniert wurde. Mondkanoniert sogar. Herr Summesemann, seien Sie doch leise. Der Mondmann ist irgendwo hier in der Nähe. Wir sollten jetzt in aller Stille Ihr Bein suchen und dann schleunigst wieder verschwinden. Da ist natürlich was dran. Wo ist denn Ihr Bein? Der Legende nach soll die Birke, an der das Bein hängt, auf der Spitze des Mondbergs stehen. Wir werden also klettern müssen. Dann mal los. Schweigend machten sie sich an den Aufstieg. Und auch um sie herum schwieg alles. Zwar gab es hier Bäume, aber sie sahen eher wie Baumgespenster aus. Sie alle waren grau-weiß und gebeugt unter der Last einer uralten Asche, die nach großen kosmischen Stürmen in vielen Jahrtausenden wie Schnee über dem Mond niedergegangen sein musste. Jeder Baum warf einen langen Schatten, der sich pechschwarz wie ein dicker Tintenstrich über den geistergrauen Boden streckte.
Der Aufstieg war mühsam und immer wieder hielten sie inne, weil sie fürchteten, etwas gehört zu haben. Und sie wussten, dass jedes Geräusch in diesem kalten, toten Wald nur vom Mondmann kommen konnte. Schließlich erreichten sie den Gipfel und dort auf einer Lichtung stand ein einzelner kahler Baum. War das mal eine Birke? Schwer zu sagen, bei all der Asche. Doch, da. Seht ihr das da ganz oben? Ein Bein. Da hängt ein Maikäferbein an dem Ast. Eindeutig. Wir haben es gefunden. Wir haben es tatsächlich gefunden. Ich fliege und hole es. Achtung, Herr Sumsemann. Der Baum bewegt sich. Plötzlich fing die ganze Bergspitze an, sich zu bewegen. Der Boden unter Peters und Annes Füßen zitterte und brach auseinander. Und die Birke auf der Lichtung schoss in die Höhe. Ein Stück unter ihr glühte auf einmal ein schneeweißes, eiskaltes Paar Augen auf und beleuchteten ein graues, ausgemergeltes Gesicht. Peter und Anne nahmen sich bei den Händen und rannten zurück zum Waldrand, wo sie hinter den toten Bäumen Deckung suchten. Erst dort drehten sie sich wieder um. Der Berg war eingebrochen und aus ihm schälte sich eine riesenhafte Gestalt. Bäume wuchsen auf seinem Rücken und seine Haut war rissig wie ein Boden, dem man 1000 Jahre lang kein Wasser mehr gegeben hatte. Der Mondmann war erschienen. Anne, wo willst du hin? Komm zurück! Wir haben keine Zeit zum Angst haben. Die Sonne geht bald auf. Willst du ewig hier oben bleiben? Und was hast du vor? Das, was der Sandmann uns geraten hat. Höflich sein. Hallo, Herr Mondmann? Ja? Geh nicht näher ran. Siehst du nicht sein Maul? Das sind 2 Reihen spitze Zähne, armlang. Wenn Sie gestatten, würden wir gerne etwas abholen, was vor langer Zeit auf Ihrem Berg verloren gegangen ist. Es will etwas abholen. Wovon spricht es wohl? Meint es den Mondmann? Es geht um ein Maikäferbein. Es hängt oben in der Birke, die Sie auf dem Kopf tragen. Dürften wir es wohl mitnehmen? Wir möchten Sie höflich darum bitten. Es bittet den Mondmann. Was bietet es ihm für das Bein? Ich habe hier noch einen Apfel. Möchten Sie einen Apfel? Der Mondmann hat seit 1000 Jahren nichts als Staub gegessen. Etwas aus der Natur ist ein guter Tausch. Anne, bleib hier. Ich traue dem Kerl nicht. Ich lege Ihnen den Apfel hier auf den Stein. Bitte, nehmen Sie ihn. Der Mondmann hatte vergessen, wie es ist, etwas Natürliches zu spüren. Der Mondmann will mehr. Es tut mir sehr leid, aber das war unser letzter Apfel. Bekommen wir nun das Maikäferbein? Der Mondmann braucht etwas Lebendiges. Ah! Lass sofort alle los, du Monster! Peter, er will mich fressen! Der Mondmann will wieder leben. Hey, Mondgesicht! Der Mondmann hielt inne und verdrehte die Augen nach oben. In der Birke auf seinem Kopf saß der Sumsemann und ließ 2 seiner 5 Beine baumeln. Warum legst du dich nicht lieber mit jemandem in deiner Größe an? Der Mondmann will beim Essen nicht gestört werden. Der Mondmann will den Käfer zermalmen. Na, dann komm doch her, du trauriger alter Mann. Hier, ich schwirre direkt vor deinen Augen herum. Der Mondmann sieht. Der Mondmann vernichtet. Mit diesen Worten ließ der Mondmann Peter los, ballte die nun freie Hand zur Faust und schlug nach dem Sumsemann.
Dieser wich mit einem Salto rückwärts im letzten Moment aus und der Schlag landete direkt im Gesicht des Mondmanns selbst. Dutzende Zähne brachen aus seinem Mund, stürzten hinab und schlugen wie riesige Nägel in den steinernen Boden ein. Die Hand, die Anne festhielt, öffnete sich. Anne fiel zu Boden und rannte, so schnell sie konnte, zu ihrem Bruder. Was ist passiert? Der Sumsemann hat uns gerettet. Da, er versinkt. Er versinkt wie der Mondberg. Er ist weg. Herr Sumsemann, wo ist er hin? Herr Sumsemann, einfach vom Himmel gefallen. Er muss in der Luft ohnmächtig geworden sein. Armer Kerl, was ist denn mit seinem Bein? Deswegen sind wir doch schließlich hier. Die Lichtung ist leer. Die Birke ist zusammen mit dem Mondmann im Berg verschwunden. Dann war alles umsonst. Er hätte es einfach nehmen können. Aber er hat darauf verzichtet, um uns zu helfen. Das ist wirklich der anständigste Käfer, mit dem ich je zu tun hatte. Hey, was liegt denn da auf deiner Schulter? Wahrscheinlich Felsenstaub. Du bist auch ganz voll damit. Nein! Das ist das Maikäferbein. Was? Bist du sicher? Ja, es muss sich durch die Erschütterung von der Birke gelöst haben, als der Mondmann sich selbst geschlagen hat. Und dann ist es runtergesegelt, direkt auf deine Schulter. Peter, was ist denn das für ein Licht? Die Sonne! Die Sonne geht auf! Wir müssen dem Sumsemann das Bein ankleben und ihn dann irgendwie wach bekommen. Ohne ihn finden wir den Weg nach Hause nicht. Und wenn erstmal die Sonne aufgegangen ist, ist es sowieso für alle Zeiten zu spät. Oh je, womit kleben wir das denn jetzt an? Spucke! Nimm Spucke! Ja, gut. So, das sollte halten. Und wie wecken wir ihn jetzt? Ich kneife ihn in sein neues Bein. Dann sehen wir auch direkt, ob es funktioniert hat. Peter, die Sonne steigt immer höher. Die Schatten werden immer kürzer. Aua! Was war das denn? Herr Sumsemann, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Sonne geht schon auf. Wir müssen nach Hause. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Mein Bein! Mein Bein ist wieder da! Herr Sumsemann, wie kommen wir denn jetzt zurück? Oh, natürlich, ganz einfach. Der Mond hat nur eine sehr geringe Mondanziehungskraft. Und wir stehen auf seiner höchsten Spitze. Wenn wir da ordentlich Anlauf nehmen und springen, sollte das bis zur Erde reichen. Und das soll funktionieren? Das fragst du wirklich noch? Nach allem, was heute Nacht passiert ist? Auch wieder wahr. Also schnell! Die Sonne steht schon fast am Himmel. 3, 2, 1 und los! Zu dritt sprangen sie von der Spitze des Mondbergs. Gerade bevor die Sonnenstrahlen sie erreicht hätten und stürzten sich in Richtung der Erde, die von hier aus nichts weiter war als ein kleiner blauer Punkt, sich aber schon bald näherte. Achtung, wir treten jetzt in die Atmosphäre ein. Das könnte ein bisschen lauter werden. Herr Sumsemann! Ja, Peter? Wie landen wir eigentlich? Kein Problem, ihr müsst nur wieder fliegen. Aber zum Fliegen muss man auf dem Boden herumhüpfen. Den haben wir hier nicht. Das ist ja das Problem. Stellt euch einfach vor, da wäre ein Boden. Und das funktioniert? Ihr wisst ja, die Arme richtig halten und dann... Vorne, hinten, hinten, links, rechts, mit der linken Hand schlipsen, mit der rechten Hand schlipsen und... Ja, ich merke es, ich fliege. Aber wir müssen irgendwie bremsen. Flattere mit den Armen wie ich. Da vorne ist schon unsere Straße. Und da ist unser Fenster. Das gibt trotz allem noch eine unsanfte Landung. Achtung! Autsch. Alles in Ordnung bei dir? Höchstens ein blauer Fleck. Hey, wir haben es geschafft. Wir sind wirklich wieder zu Hause. Und wir haben Herrn Sumsemanns Bein zurückgeholt. Wo ist der denn? Hier. Habt vielen Dank, Kinder. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Was machen Sie denn jetzt mit dem neuen Bein? Na, mal schauen. Vielleicht suche ich mir doch noch mal eine neue Frau. Meine Verstorbene würde sich sehr wünschen, dass ich nicht alleine bleibe. Und jetzt, wo ich wieder komplett bin und sich diese Fünfbeinigkeit nicht mehr vererbt,
Ich glaube, ich würde gerne Kinder haben und ihnen das Geigespielen beibringen. Ja, natürlich. Wie klingt Ihre Geige denn nun? Wollt ihr mal hören? Oh ja, bitte. Der Sumsemann gründete in der Tat noch eine Familie. Und seine Kinder wurden zu den besten Maikäfer-Geigespielerinnen und Maikäfer-Geigespielern weit und breit. Peter und Anne hörten sie manchmal, wenn sie im Garten spielten oder wenn sie nachts heimlich über die Stadt flogen. Sie hielten ihre Sterne in Ehren und taten niemals einem Lebewesen etwas zuleide. Und weil sie mit all den Naturgeistern persönlich bekannt waren, begrüßten sie jeden Morgen die Sonne und jeden Abend die Nacht. Wenn es regnete, gingen sie manchmal ohne Schirm auf die Straße, um mit dem Regenfritz oder dem Wassermann zu spielen. Und sie lächelten abends in ihren Betten in sich hinein, wenn der Sandmann ihnen den Schlaf brachte.